Ja, hallo Leute und willkommen zurück in der Alpha 11.1 von 7 Days to Die. Ihr seht da bei mir den Magnum. Jo, grüßt euch. Und auf den ersten Blick seht ihr, er ist etwas verändert. Ich natürlich auch. Ja, ja, wir haben ein bisschen ohne euch gespielt. Ja, sonst wäre es zu eintönig geworden, denken wir einfach. Genau. Und vor wenigen Augenblicken haben wir das Forge-Buch endlich gefunden. Das hat diesmal echt lange gedauert. Ihr seht es, wir sind bei Tag 12 und haben jetzt erst das Forge-Buch. Aber einen neuen Fund. Genau. Fanny hat es gerade entdeckt. Wir haben die erste Stadt. Ja, daran wollten wir euch teilhaben lassen, denn jetzt gibt's hier auf die Fresse. Hoffentlich nicht bei uns. Oh Mann, die wollte ich gerade abknallen, du Sack. Ah, die Keule bringt's ja wirklich wieder richtig. Ja klar, die rockt voll. Die macht wieder Nahkampf. Nein, lass sie mir! Das gibt's doch nicht. Ich bin Level 16. Ich wollte sie gerade abschießen. Ey, wie geil ist denn der Einkaufswagen hier? Der ist doch mal auch richtig neu. Da kann man sogar reingucken. Ich dachte, man kann ihn sogar schieben. Ich muss mich hier erstmal mit anderen Sachen befassen. Warte. Was denn für ein Einkaufswagen? Oh, das ist ja noch einer. Jo, jetzt sehe ich ihn auch. So, wir haben festgestellt, man kann den Bogen auch entspannen, indem man die Nachladetaste drückt. Wir kriegen Besuch. Lass mich doch mal jetzt die Krankenschwester da wegmachen. So. Ich muss ja noch ein bisschen Bogenschießen hier üben. Außerdem will ich mich ja auch noch hochleveln. Ja, das hat ja wunderbar geklappt hier. Ja, mein was auch Bogen noch zu erwähnen ist, der Magnum hat natürlich auch in der Zwischenzeit noch seinen dritten Tod hingelegt. Darum muss ich mich natürlich hier besonders um ihn kümmern. Nein, du sollst abhauen, ich will mich hochleveln. Sind ihr da sicher? Ja. Ich muss noch ein paar Kills hinlegen. Ich bin auf Level 8. Ich will ja, auch... 73 hast du doch schon. Ich will auch orangene Äxte bauen können. Okay, dann gehe ich hier ein bisschen spazieren. Ich guck mal, vielleicht ist ja irgendein Häuschen schon offen. So. Natürlich nicht. 73, was habe ich schon? Zombies oder was? Ja. Was steht bei dir? 700? Nein, nein, nein. Übertreib nicht immer so. 300 und ein paar. Ja, siehst du. Ja, weil ich fand ja... Ich hab ne Pickaxe in Lila. Nein. Ja, beste Qualität. Was wollen wir mehr? Die können wir selbst nicht bauen. Super. Das läuft, das läuft. So, hier, die Garage war nichtig. Du siehst, dass hier unser altbegehrtes Lieblingshaus steht, ne? Ja, ist mir aufgefallen. Ja, vielleicht steht bald der Umzug an. Wer weiß. Ich habe genau einen Small Energy Motor gefunden. Ich weiß jetzt nicht, ob es der Bohrer oder ob es die Motorsäge ist, aber auf jeden Fall haben wir jetzt auch schon einen Motor. Okay, ich werde mich jetzt hier erstmal mit Autos beschäftigen. Ja. Weil der Tag ist ja schnell vorbei und ich glaube nicht mehr, dass wir so eine Stadt hier in einem Tag räumen können. Nein. Definitiv nicht. Ich werde dir mal ich hoffe mir natürlich auch noch das Forge-Buch. Ich werde dir mal ein bisschen Rückendeckung geben. Der Typ interessiert sich gar nicht für mich. Doch, jetzt habe ich sein volles Interesse. Komm her. Zack. Wo bist du? Hier, wo ich gerade rumstehe, liegt ein Rucksack an der Straßenseite mit einem roten Hemd drin. Ne? Falls du dich ankleiden möchtest. Ja, du hast dich ja beschwert. Ne? Mein halbbauchfreies Oberteil gefiel dir nicht so. Nein, ich kann damit leben, aber das rote Hemd würde gut zu dem YMCA-Helm passen. Ja, den trage ich ja nicht. Ja, noch nicht. Doch. Ja, irgendwann wird es mich auch erwischen. Spätestens, wenn wir in der Mine sind. Oh, da hinten gibt es eine Scheune. Scheune heißt Hunde, ne? Von der bleibe ich erstmal noch ein bisschen weg. Geh du mal rein. Geh du mal rein. Du musst todestechnisch noch ein bisschen aufholen. Ich gebe mir Mühe, das zu verhindern. Ja, zack. Ja, schön. Jetzt macht das wieder Spaß hier. Eine schöne, fette Stadt. Die ist auch noch richtig weit nach da hinten. Also, was heißt richtig Alter, weit, aber... Alter Schwede, höre ich hier viele Schritte. Ja, ja, hier ist auch gut was los, würde ich mal so behaupten. Naja, ich habe eben noch ein paar Pfeile hergestellt. Ich hoffe, es reicht, weil wir haben auch festgestellt, ab einer gewissen Zombie-Menge sind hier 300 Pfeile mal nichts. So. Ja, dann habe ich ja Glück, ich habe so um die 400 dabei. Ich weiß nicht, wie viel ich dabei habe, weil ich habe irgendwie keine Zeit, großartig in mein Inventar zu gucken, weil irgendwie wird das hier immer mehr, Mensch. Wenn du den Bogen in der Hand hast, wird dir das natürlich auch unten angezeigt. Mit den Pfeilen, ja, aber auch da gucke ich selten hin. Ja, 146. Und ihr könnt es wahrscheinlich nicht sehen, da da wieder meine kleine Magnum eingeblendet sein wird später im Video. Oh, geh kaputt, du. Schaufel auch in Lila, also auch die höchste Stufe. Das ist sehr schön. Das Forge-Buch haben wir schon zwei der entscheidenden Werkzeuge. Geh weg da. Ach, ich liebe diese Keule. Die ist mit der beste Fund. Auch wenn das Forge-Buch sehr wichtig für uns ist, ich liebe diese Keule. Ja, definitiv, die rockt. Die rockt, ich kenne sie ja nun auch. Oh, hingängig. Ich muss ja auch in die blöden Zombies reingucken. Ich fange schon wieder an, hier in alte Schemen reinzufallen. Ich hau die Zombies um und lauf weiter.
Du haust Zombies um? Das fällt mir gar nicht auf. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich mache hier alles gerade alleine. Aber ich habe auch keine Ahnung. Wahrscheinlich bist du im anderen Stadtviertel. Ich laufe ja nur rum und suche Autos. Ich habe gerade wirklich Ziel Nummer 1. Boah, Alter. Finden. Es wäre nett, wenn du hier hinkommst. Ich weiß nicht, ob es könnte eine Horde sein. Macht sogar fast den Eindruck. Zwar keine so allzu große, aber... Boah. Ah, du Sack. Der Alter, hat mich angesteckt. Schwede. Ja, ich bewege mich jetzt gerade erstmal eine Weile im Rückwärtsgang und werde jetzt doch mal auf den etwas heileren Bogen umswitchen. Der hat nämlich mehr Wumms. So. Ja, das sind mir zu viele. Das wird sonst echt eng hier. Ich tracke dich mal. Das habe ich nämlich noch gar nicht. Und dann... Ah ja, okay. Bist auf der anderen Seite der Stadt. Ja, ja, das habe ich mir fast gedacht. Ich bin genau am Anfang. Ich bin noch gar nicht so schnell da reingestürmt, weil ich eigentlich hier in die Garagen reingucken wollte. Ja. So, aber ich pflastere momentan erstmal die Straße mit Zombies und Blut. Wow. Ah! Mann, ey, kann der nicht mal aufrecht gehen, der Sack. Wie so ein Neandertaler kommt er mir entgegengerumpelt. So, wobei, der konnte wenigstens schon aufrecht gehen. So, ja, Hälfte ist weg, würde ich sagen. Weiter geht's, auf zur nächsten. Ich bin auf dem Weg zu dir, hat ein bisschen gedauert, ich war infiziert. Aber ja, ja, ist dann ja, immer ja. Leer. Ich glaube, bis du hier bist, bin ich fertig. Das ist möglich, aber ich bringe dir aber du kannst loten, du kannst loten. Ich habe nämlich auch noch keine Zeit gehabt, in die Mädels und Jungs hier reinzugucken. Das Ammonation-Buch hatten wir schon mehrfach, glaube ich, ne? Kann ich dir jetzt aus dem Stegreif nicht sagen. Ich glaube, ich hatte es auch schon, aber nimm mal vorsichtshalber mit. Ja, es wird eng mit dem Platz. Ja, ja, kenne ich. So. So, irgendwo da hinten musste ja sein. Ja, ja, umzingelt von Leichen. Du findest das schon. Immer ja, den hier Leichen. Stehen die alle noch, der gleiche Effekt, der eben der bei dem Hund war. Ja, die sind stehen hier überall Zombies. Die sind aber schon tot. Nein, die sind tatsächlich tot, die liegen schon. Ja, das hatte ich eben mit einem Hund auch, du hast es gerade erwähnt. Aber ich konnte ihn noch killen, also schnapp dir die Kills. Aber ich wollte gerade sagen, genau, ich kann die auch alle nochmal... Airdrop, Airdrop. Airdrop. Ah, gar nicht so weit weg. Wir sehen ihn. Meinst du... Stadt lohnenswert? Ja, ich sehe schon. Du rennst hin. Ja. Alles klar, pass auf. Ich kümmere mich gerade noch... Waypoint auf der Stadt. Was macht er denn da? Ist der tot? Backt der in der Luft? Ne, der lebt noch. Der macht noch Geräusche. Er schwebt nur ein wenig. Er schwebt nur ein wenig. Ja, solltest du mal angucken. 2 Meter über mir. In der Luft. Aber gut, er war lebendig. So. Mann, mir geht hier echt langsam der Platz aus bei den ganzen Funden. Ja, super. Und ich höre schon wieder Schritte und sehe keinen. Und, da ich jetzt schon oft Erfahrungen mit Zombies gemacht habe, die unsichtbar waren, für mich zumindest. Wobei Funnybone kennt das andere auch. Ja. Ja, Fakt ist, hier läuft einer und ich sehe keinen. Das Beste war, dass mich heute ein Zombie in Brand gesetzt hat, den ich nicht sehen konnte. Weder sehen noch hören. Das war schon wirklich nicht so lustig. Gut, dass der Seher nebenan war. Mann, wo ist der Sack? Das nervt mich ja. Der ist ganz in meiner Nähe. Ja, gut, dann wechseln wir doch mal die Garage. Ich gucke einfach eine andere. Ja, das geht ja gar nicht. Keine Ahnung, der wird hier echt unmittelbar an mir dran gewesen sein. Hier höre ich auch schon wieder irgendeine Tussi und sehe auch nichts. Egal. No risk, no fun. Funny richtet es dann schon wieder, wenn ich hier sterbe. Na sicher. Na so, sicher. Er ist am Boden. Kann ja eigentlich nicht mehr alles weit weg sein. Der Funny oder der Airdrop? Der Funny nicht. Der Funny geht nicht mehr zum Boden, habe ich mir vorgenommen. Ich werde dich dran erinnern, hör mal. Ja, früher oder später passiert es immer, ne? Ja, die Garagen sind erschreckend leer, muss ich sagen. Ist jetzt nicht so hitverdächtig, was ich hier bis jetzt absahne. Außer so, ein bisschen Bros. Ich laufe jetzt auf die verbackte Brücke zu und hoffe, dass er nicht da drauf geflogen ist. Ja, da bin ich auch noch skeptisch, ob die einen trägt, ne? Wie war denn das in der Scheune? Warst du da oder hast dich nicht getraut? Ich war in einer Scheune drin, doch, doch. Da musste ich ja heute meinen Hundenahkampf beweisen. Nee, nee, aber in der Stadt. In der Stadt war ich nicht, nein. Für mich hatten erstmal die Autos Priorität. So, ich habe den Airdrop gefunden. Okay, Autos, hast du alle gelotet? Ich würde jetzt behaupten, ich habe alle gelotet. Eigentlich bin ich da sehr gründlich, aber zweifelsfrei, wenn dann einem vorbeikommt, schau nochmal. Ja, aber die Stadt hier werden wir ja auch nicht das letzte Mal besucht haben. Nee, ich denke sogar, dass wir hier einziehen werden, wa? So, okay, ziemlich viele Waffenersatzteile, ich muss Platz schaffen.
Ach Mist, der ganze Kram fällt ja auf den Boden, wenn ich die Kiste schließe. Das hatte ich vergessen. Also muss ich sehr schnell Platz machen. Mich machen diese Schritte und die Unsichtbaren hier echt wahnsinnig. Ja, ihr seht's. Ich höre sie, aber ich sehe sie nicht. Ach doch, den sehe ich tatsächlich sogar mal. Ein Kriecher, der ist nur halb unsichtbar. Semi-unsichtbar sozusagen. So, ja, was haben wir hier Schönes. Okay, es wird wieder mehr. Ach. Hast du denn Spaß da hinten, wo du bist? Jo. Ist schon friedlich? Hier ist recht friedlich. Die laufen hier überall rum, aber bisher ist mir keiner zu nahe gekommen. Boah, Dicky, geh kaputt. Jawohl. Erstmal hier meinen geilen Hut aufsetzen. Genau. Die olle Mütze weg. Braucht kein Mensch, so ein Dreck. Was ist da denn? Hier ist schon halb offen. Wohnt da einer? Wollte der raus? Ah, der ist schon raus. Ja, also die Garagen sind enttäuschend im Vergleich zu früher. Sie gehen schneller auf, habe ich das Gefühl. Ne? Ich klopfe sie echt recht schnell auf. Oh, doch, ein Ölfass habe ich mal. Ist ja dann doch mal halbwegs brauchbar. Viele Schritte hier. Ja. Oh, aber alles überschaubar. Ich habe Kartoffelsamen gefunden. Das ist doch mal was Brauchbares. Ja, ein paar haben wir schon. Aber klar. Boah, ein Bier. Ich habe ein Bier. Das muss mit. Ja, das eins habe ich dir schon kalt gestellt im Haus. Ja, geil. So mag ich das. Hau mir jetzt hier erstmal eine Dose gerade rein. Ach komm, weg mit dem Ding. So. Was wir gleich mal abschätzen müssen, ist die Lage. Ich komme jetzt erstmal zu dir zurück. Wäre die Lage, wie weit wir von unserem Haus weg sind, wie lange wir in etwa zurück brauchen? Ja, wir haben 13 Uhr, müsste eigentlich hinhauen. Hast du eigentlich schon gesehen, dass die Klimaanlagen anders aussehen? Ja, selbstverständlich. Viel, viel geiler sehen die jetzt aus. So. Ich habe sie jetzt gerade das erste Mal gesehen, aber sieht gut aus. So. Ich möchte jetzt ja eigentlich noch einen Fortspruch sehen. Ja, ich habe es bereits gelernt. Ich mag das ja gar nicht, wenn du Rezepte kannst, die ich nicht kann. Ja, ja, ich weiß. Andersrum kann ich damit leben, aber... Ja, so ist er halt. Was soll ich dazu sagen? So, ich dachte gerade, ich bin zurück an der Stadt, aber ist das hier nur so eine einzelne Scheune im Nirgendwo? Oder eine einzelne Garage? Gibt's doch gar nicht, wo ist denn... Ja, ich stehe gerade auf der Müllheide mitten in der Stadt und bin am Aussortieren, was ich jetzt mitnehme und was nicht. Ja, was war denn da drin? Pistol Barrel, nehme ich mal mit. Zur Not einschmelzen geht immer. Halt. Ja, da oben habe ich nicht reingeguckt. Egal. Gut, ich schaue mal schnell noch hier in die Garage, wer weiß. Also, was ich jetzt noch nicht großartig geschafft habe... Shit, ey. Hier blöde olle Keule. Ich war noch nicht in den Häusern, ne? Ist ja logisch. Ja, ja, klar. Ich habe mir jetzt ja ein paar Garagen angeguckt, auch mit bei Weitem nicht alle. Und ich bin auch randvoll, also ich kann jetzt auch nicht mehr so übelst viel mitnehmen. Das Problem habe ich auch. Immer akuter. Na, ah, Mist, hier ist ein Haus offen, ey. Dann juckt's einen ja in den Finger, ne? Dann... Bist du sicher, dass du hier kein Haus gelotet hast? Ja, ich war in keinem Haus. Kochpötter hatten wir jetzt inzwischen genug, ne? Kochpötter haben wir 4-5 Stück, ja. Kannst du zur Not zerlegen. Ich habe eine Knarre. Allerdings auch kaputt. Gut, aber Weapon Repair Kits machen ist ja nicht der große Akt. Ja. Ja gut, ich klopp mich jetzt hier nicht weiter durchs Haus. Das mache ich, wenn du mir Rückendeckung gibst. Sprich also beim nächsten... hier, die Häuser sind alle offen. Oder einige zumindest. Hier kann ich auch einfach runterladen. Ja, ich denke, dass die Zombies gerade, die sind ja irgendwo hergekommen, dass die aus den Häusern gekommen sind. Früher die machen sich ja stellenweise auch den Weg frei. Ja, ich bin jetzt in so einer Hütte, wo früher mal ein Tresor war. Aber es dauert mir jetzt zu lange. Das machen wir echt beim nächsten Mal. Bevor ich mich jetzt hier durch die halb kaputte Tür kloppe, checke ich lieber noch gerade mal die Küche. So, jetzt sehe ich die Stadt. Ach, Mist, der hat ja doch noch einen von der Tasche. Wie sieht's denn nahrungstechnisch aus? Brauchen wir auch noch ein bisschen, ne? Ja, klar, auf jeden Fall. Ach, ich finde hier ein Krempes, ey.
Aber nicht das erwünschte Objekt, ja? Nein, 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 nicht das Buch, aber wie gesagt, wichtig ist ja, dass wir erstmal einen Forge an den Start kriegen. Oh, Muni. Papier haben wir genug, können wir erstmal sowieso nichts mit anfangen. Ah, ne, kloppe ich mich jetzt auch nicht durch. Das ist zu stressig alleine hier. Ich sag's euch. Oh, ein First Aid Kit. Ja, da muss man dann halt hier so ein bisschen gucken. Ne, komm, die Vitaminpillen lassen wir da. Gläser habe ich jede Menge gefunden. Da wir auch noch nicht großartig Sand haben. Wo bist denn du jetzt? Weil ich glaube, langsam aber sicher müssen wir echt gen Heimat. Boah, ein Weapon Repair Kit habe ich auch schon. Mal gucken, kann ich das hier schon durchpusten? Wo ist es denn jetzt? Habe ich es mir ins Auto gelegt? Ja. Zack. So, jetzt haben wir da schon wieder eine funktionierende Waffe. Das läuft doch. In einem der Nachbarhäuser. Bist du auch noch in der Stadt also? Ich bin auch in der Stadt, ja. Okay. Ja, dann gucke ich jetzt hier auch gerade nochmal schnell rein. Und dann würde ich fast sagen, ab die Luzi, nach Hause geht's. Ja. Doch, da würde ich auch zu tendieren. Ja, Safety first momentan hier noch. Ganz klar. Ja, nee, warte mal. Hier gucke ich noch rein, wenn es denn zügig geht. Nicht alles täuscht, war hier früher in diesem Raum nämlich auch ein dicker Safe. Nee, aber ein Pappkarton. Du hast einen Motor gefunden. Ich habe einen Motor gefunden, ja. Ja, das wird Small der Small Engine. Das wird der Erdbohrer-Motor sein, nehme ich jetzt mal an. Oh, ich habe Magnum Parts gefunden, die probiere ich mal irgendwie mitzunehmen. Ja, zwei habe ich auch schon im Haus, den Griff und die so kleinen Einzelteile habe ich schon im Haus liegen. Ja, schade. Ja, die habe ich auch gerade eingesackt. Na gut, zwei sind besser als keiner, ne? Richtig. So, okay, du bist da hinten, dann schaue ich doch noch gerade hier in die Garage. Ich sollte mir mal einen Painkiller reinhauen, sehe ich gerade. Na, wer schreit da hinten rum? Was will er? Pass auf, ne? Hier rennen, wie gesagt, Unsichtbare rum. Jojo. Ja. Also ich mache mich jetzt nach dieser Garage auf dem Heimweg. Es ist 15 Uhr. Richtig. Und ich habe ein gebrochenes Bein. Oh, das ist sehr praktisch. Ja, geil. Ne? Aber ich habe einen Splint angelegt, also ich bin guter Dinge, dass ich zu Hause ankomme. Mist, ein Maiskolben. Kann ich leider nur Papier in dem Briefkasten. Ich hatte ja die Hoffnung, dass in irgendeinem Briefkasten vielleicht das blöde Buch drin liegt. Nope. Gut, aber wir kriegen gleich eine Forge. Alle Zutaten haben wir, wir müssen nur noch zu Hause ankommen. Ja, wir müssen nur noch zu Hause ankommen. Ja, pass auf, ich komme echt schleppend vorwärts. Ich mache mich schon mal gen heimwärts. Und ja. Lass dir eins gesagt sein, es wimmelt vom Zombies auf dem oder beim Ausgang. Okay. Ja, Mist. Ja, ich lasse dir jetzt links liegen. Ich will nach Hause. Ich hoffe, ich laufe überhaupt richtig. Doch, passt. Sieht gut aus. Ist ja relativ geradeaus. Ja, Digga, du folgst mir in Abstand, nehme ich an. Wenn ich dich mal nicht noch überhole. Das kann hinkommen. Also trotz relativ noch vorhandener Stanima geht's hier schleppend vorwärts. Ja, ich verlasse die Stadt jetzt auch langsam Richtung nach Hause und... Ja Leute, ich denke, wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn wir wieder im sicheren Heim sind und endlich ein bisschen Metall schmelzen können. Das würde ich auch sagen. So schaut's aus. Ja, in diesem Sinne, macht's gut und bis die Nächte. Haut rein.